Die Krim-Krise hat zumindest bei den deutschen Finanzexperten ihre Spuren hinterlassen. Der ZDW-Index fiel heute auf den tiefsten Stand seit vergangenem Sommer. Doch an den Konjunkturaussichten mag bislang niemand wirklich rütteln. Im Gegenteil, diese könnten sogar noch deutlich besser sein als bislang angenommen. Genau darüber wollen wir heute sprechen mit Hendrik Wolf von Wolf & Hecker Finanzconsulting AG hier aus Stuttgart. Herr Wolf, ich habe es bereits angesprochen, die Wachstumsschätzungen für Deutschland und Europa sind sogar teilweise angehoben worden und das trotz der Krim-Krise. Woher kommt das? Auf den ersten Blick sieht es tatsächlich widersprüchlich aus. Man hat die Meldungen von einer sich eher verschärfenden Krim-Krise gab die letzten Wochen und gleichzeitig haben doch einige Forschungsinstitute die Schätzungen eher nach oben genommen. Es zeigt aber im Grunde genommen den guten Start der Wirtschaft in Deutschland, aber auch in wesentlichen Teilen Europas im ersten Quartal. Im ersten Quartal 2014 hat an und für sich alles gepasst. Es war das Wetter schön, die Baukonjunktur lief gut, auch Export und Importe, die Investitionsnachfrage, der Konsum, da war eigentlich alles relativ positiv. Und man muss natürlich auch sehen, man hat einen gewissen Überhang vom letzten Jahr und nach einem starken ersten Quartal ist jetzt tatsächlich auch Grund, nach oben zu gehen und das ist man gegangen. In Deutschland Wirtschaftswachstum etwa 2%, im Euroraum gut 1% und das hebt sich dann doch positiv von den letzten beiden Jahren ab. Warum spielt die Krim-Krise in diesen Schätzungen dennoch keine Rolle? Gilt auch hier einmal mehr, dass politische Börsen eher kurze Beine haben? Ja, es sieht im Moment tatsächlich so aus, dass es eher psychologisch ist. Der ZDW-Indikator deutlich zurückgefallen. Das sind nun eher die Finanzmarktexperten, die befragt werden und die nach schwachen 2-3 Wochen dann auch vorsichtiger werden. Aber man muss natürlich auch sehen, die Bedeutung auf den ersten Blick von der Ukraine und von Russland für die Exporte ist nicht wahnsinnig hoch. Das macht insgesamt 3-3,5% der deutschen Exporte aus. Man geht nicht davon aus, dass Russland in Sachen Erdgaslieferungen hier gegenüber Westeuropa einen scharfen Kurs anschlagen wird. Und man sieht auch, Stand heute, dass auch die EU und die USA sich doch eher zurückhalten, dass keine Seite Interesse daran hat, den Konflikt hier sehr anzuheizen. Von daher, solange das sich in dem Bereich entwickeln wird, kann man davon ausgehen, dass das Thema möglicherweise auch schon in 2-3 Wochen ziemlich abgeräumt ist. Welche Risiken gibt es dann überhaupt noch für die Konjunktur, zumindest aus Ihrer Sicht? Ja, wir sehen natürlich weiterhin das Thema, was vor allem auch aus den USA kommt, aber weite Teile der Welt betrifft. Wie kann man von dieser Niedrigzinsphase, die wir jetzt schon seit Jahren haben, wie kann man wieder auf vernünftige Zinssätze kommen? Kann man das machen, ohne die Finanzmärkte und gerade die Aktienmärkte zu arg durcheinander zu bringen? Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch das Thema, was wir vor ein paar Wochen hatten, Schwellenländer, das Wachstum in China. Wie stabil ist der Finanzsektor in Ländern wie China, in Asien, in Lateinamerika? Da sehen wir an für sich eher die größeren Gefahren und das wird sich möglicherweise auch dann die Diskussion wieder in den nächsten Monaten bestimmen. Was bedeutet dies nun alles am Ende des Tages für die Aktienmärkte, für die Rentenmärkte und somit schlussendlich natürlich auch für die Privatanleger? Jetzt fangen wir mal mit den Rentenmärkten an. Wir hatten in den letzten 2-3 Wochen wieder diese Safe-Haven-Effekte, die wir immer wieder haben, dass in Phasen kritischer Börsen, in Phasen von Krisen, wieder alles in den Bund-Future geht, in sichere Staatsanleihen. Diese Phasen gibt es offenbar immer wieder. Auf der anderen Seite sind wir schon der Meinung, der Privatanleger sollte vorsichtig sein mit seinen Anleiheengagements. Da ist das Chance-Risiko-Verhältnis weiterhin ungünstig. Bei den Aktienmärkten sehen wir seit Wochen im Grunde genommen eine durchaus volatile Seitwärtsbewegung im DAX im Bereich 8.900 bis 9.600. Auf der anderen Seite sind solche Schwächephasen, sind so politischen Börsen für die, die vielleicht noch wenig investiert sind, durchaus die Chance, darüber nachzudenken, aufzustocken. Das muss man dann nicht alles auf einen Schwung machen, aber in mehreren Schritten durchaus sinnvoll in unseren Augen. Professor Hendrik Wolf von Wolf & Hecker Finanzconsulting AG hier aus Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch.